korrekte Gelenkbelastung bei Brustpress. Schau, dass du hier mit dem Ellbogen Finger im Griff bleibst. Weil die Kraft, die kommt jetzt vom Polster her, also ich lehne mit dem Rücken auf. Das heisst also, etwas so da hier Ellbogen abziehen, das wäre falsch. Ich komme aus der Kraftlinie raus. Ich hole die Kraft vom Polster, also bin ich auch mit dem Ellbogen im rechten Winkel dazu und ziehe nicht die Ellbogen ab. Sondern so. So wäre richtig. Schön, dass der Ellbogen das hier in die Unterarme drückt. Vielleicht noch als kleiner Hinweis. Jetzt haben wir gerade die Brustpresse angeschaut. Vorne drücken, hocken und vor Lehnen hole ich Kraft. Ja, wie ist das jetzt, wenn ich stehe? Wenn ich stehe, kommt die Kraft grundsätzlich vom Boden. Also müssen dort die Ellbogen unten sein. Das heisst, wenn jetzt irgendetwas hier würde gegen vorne stossen, dann sind die Ellbogen eben nicht da. Weil die Kraft kommt jetzt nicht von da hinten, sondern die Kraft kommt effektiv vom Boden. Also muss der Boden auch, muss der Ellbogen auch richtig Boden zeigen. Einfach nur so als Unterschied, dass man sich ein bisschen überlegt, wie tue ich eben meine Gelenke positionieren, damit ich, wie soll ich sagen, schonende Gelenkbelastung habe. Und mich gelenkgerecht bewegen.